ich wusste es. Na? War der jetzt auf dich oder auf mich los? Der geht auf dich los. Und oh, dann tanz mal ein bisschen, weißt du? Ich will mal den Nahkampfangriff machen. Bald ihn nochmal, beschäftige ihn nochmal so ein bisschen, ne? Oh ja. So. Treff den mal nur vorbei, ey. Mach mal eben die Lichter aus. Lights off! Vorhang bitte. Er will mich treten. Er hat mich getreten. Wie kann er es wagen? Nein, ich wollte ihn gerade treten. Oh oh. Wo ist er? Da bei dir. Weil jetzt seine Sonnenbrille nicht mal an. Na, beim ersten Mal schafft man das nicht. Man hat viel zu wenig Zeit. Komm her. Ah, warte, Moment. Hier. Warte. Moment. Daneben. Ah. Oh, daneben. Der verfehlt mich jedes Mal, ey. Beide oh, nochmal beschäftige ich nochmal ein bisschen. Ich besorge jetzt eine neue Rakete. Ja, wo bin ich? Kannst du mich überhaupt sehen mit den Sonnenbrillen? Der hat mich schon aus den Augen verloren. Oh, er hat keine Sonnenballen mehr. Nein, lass mich doch einmal Nahkampf machen. Ich werde einmal zeigen. Dann die Rotz drauf. Er will es doch nur einmal machen. Für den Content. Wesker, ich wäre echt. Ich davon überzeugt, wenn du mich bitte einfach in Ruhe lassen würdest. Aua. Halt dich getreten. Ja. Oh, ich habe keine Heilung. So, könntest du mal wieder hier runterkommen? Ja, ich bin unterwegs. So, jetzt mal mit dem Sniper-Gewehr. Nein, daneben. Finger weg von dem Hebel, Kollege. Oh. Oh, wo kommt der denn her? Wo bist du? Warte. Ah, der sieht mich. Nein! Nein. Das ist daneben geschossen. Das gibt's da jetzt nicht. Da, ich bin tot. Das gibt's nicht. Oh. Nein! Bin so stylisch die ganze Zeit ausgewichen, ey. Was hat gesehen? Ja. Oh Mann! Okay, machen wir ernst. Ich hab vielleicht ein bisschen rumgealbert hier. Darfst du auch nicht machen. Okay, machen wir ernst. Gut. Machen wir ernst. Teilen wir uns auf und machen erstmal hier Licht aus. Licht aus, ja. Licht aus! Ich sagte Licht aus! Hau ab, Wesker! Autsch.
Autsch. Oh nein. Autsch. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben Raketenwerfer. So, ich schieß mal auf ihn. Warte. Oh, perfekt. Ich bin mir ziemlich sicher, man kann das nicht schaffen, aber machen wir trotzdem. Ich weiß auch nicht, ob man die Szene triggern muss, damit er mit der länger irgendwie sich festhalten lässt. Oh, da habe ich gesehen, wie du auf der Karte weggeflogen bist. So, ich brauche so eine Munition irgendwo. Irgendwo hatte ich gerade eine. Irgendwo lag eine. Warte. Oh, wenn ich nicht. Okay, ich kann noch mal auf den schießen. Dann schießen noch mal auf ihn. Sag. Ich hab ihn. Oh, ich bin da. Bom. Ja. Und da war's. Yay. So einfach kann das gehen. Nein, keine Schutzimpfung. Nicht die schönen Sonnenbrillen. Ja. Hör auf, wie Batman zu springen. Und jetzt ich. Knapp. Ja. Aber wir sind noch nicht am Ende. Ich glaube, jetzt kommen erstmal noch mal ein paar Quicktime-Events. Ach wart. Ich habe die Szene noch im Kopf. It seems I may have underestimated you, Chris. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. Hände auf der Tastatur und Bonk. Hände am Controller. Your feeble attempts only delay the inevitable. Jetzt einfach schießen. Und wäre schon vorbei. Da warst nur du. Ja, das war ich. Hey. Oh, du musst drücken. Abwechselnd. Hier die zweite Impfung. Ja. Oh,
Der dritte hat ja schon eine. Jetzt gehen wir erstmal fliegen. Master, ich erwarte, dass du eine bestimmte Sache sagen wirst. Ich lass dich nicht einfach so sterben. Ich rette dich. Ja, gut. Ich lasse dich doch nicht einfach so sterben. Oh Gott, ich dachte, ich muss da noch mal drücken. Oh fuck! Jetzt kommt halt der finale Kampf. Naja. Hast du wirklich auf diesen Satz gewartet, den ich auch meinen Cuphead gesagt habe? Naja. Dankeschön. Okay. Ja, kommt doch. Ich. Doch nur das hier. Hm. Ich dachte, er wurde jetzt eingeteilt kommt... in zwei Kapitel. Nein, es kommt jetzt das Finale gegen den gleich. Ich sag's doch nicht. Ja, gegen wen wohl, ne? Mhm. Nein, hier waren noch Kisten. Oh, Entschuldigung. Weil jetzt kommt nämlich das Finale gegen den transformierten Wesker. Sieh dir diesen Buddy an. Ihr habt meinen Umhang kaputt gemacht. Wie könnt ihr es wagen? Da wäre ich auch stinkig, ehrlich gesagt. Die Macht der Spaghetti ist meins. Ja. Fand ich schon immer ein bisschen doof. Ich habe ein bisschen Respekt davor. Der Typ hat voll die Matrix-Kräfte und tauscht die ein gegen so Spaghetti-Fähigkeiten. Ja. Und ja. Wir sollten rennen. Oh ja. Ah. Aus irgendeinem Grund war ich vor dir. Warum? Muss ich nicht. Ah. Oh, er ist bei dir. Ja, du sollst rennen. Ja, ich renne ja schon. Muss nachladen. Aber ich mag die Atmosphäre hier in dem Vulkan. Ich habe hinten auf sein Herzchen geschossen. Oh, wie schön. Und jetzt ist er bei mir. Spider-Man! Oh, nee. Warte, ich muss dir helfen. Oh ja, ich weiß, was jetzt kommt. Oh Mann. So, ich dachte, du musst mir ein bisschen helfen jetzt hier. Ah, was muss ich tun? Halt in meinem Auge. Ich muss übrigens die ganze Zeit F meschen. Ich habe keine Sniper-Munition mehr. Oh, da bin ich glaube ich tot. Oder? Nein, nein, ich bin in Sicherheit. Oh, okay. Ich habe noch ein grünes Kraut.
Au. Ja, du musst da unten auch noch was machen, ne? Muss mir ja helfen. Warum bin ich so gut wie tot? Was muss ich denn machen? Hier unten. Damit wir uns wieder vereinigen können, ja. Und zwar schnell, weil der ist jetzt bei mir. Oh Mann, ey, Resident Evil 5 ist so hektisch. Ah, der Stein. Dieser Stein. Ist ein bisschen schade, dass man das von meiner Perspektive nicht sehen kann, ne? Oh nein, ich bin sowas von tot. Oh. Ja, ich hab Stein verprügelt. Wie raus hier? Raus hier? Mehr. Gotcha. Okay, rennen. Rennen. Nein, ich wurde nicht mitgehalten. Was? Was ist denn da passiert? Ich hab keine. Ich hab keine Ahnung, was war da? Ich hab nur gehört, psst, und dann auf einmal fliegt er einfach weg, ey. Ja. Und auf einmal wusch, war ich weg. Boah, wir haben uns so gut angestellt. Ja, hier. Oh, da haben wir jetzt echt. Mir ist sogar die Pistole ausgegangen. Gerade. Das war jetzt cool. Oh Gott. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world is okay. So, du musst den Stein da umhauen und ich muss da hinten überleben. Aber ich glaube, wir müssen den, weil nicht. Keine Sorge, ich schnapp mir den. Ja, ich schnapp ihn dir, während ich jetzt den Stein bewege. Ich muss den sozusagen beschäftigen, damit der nicht weghaut. Und du musst ihn beschäftigen. Damit der mich nicht weghaut. So. So, Stein ist drüben. So, einer dieser Steine. So. Oh Gott. Der ist gerade bei dir, ne? Ich sehe ihn leider nicht. Er ist hinter dem Stein und. Oh Gott, ich werde sowas im Stern. Ja. Ich bin trapped. Keine Sorge, lass ihn mal näher kommen. Ich treffe den schon, wenn er da genug kommt. Ich sehe ihn nur von hier aus gerade nicht. Ich muss ihn zu mir hinlocken. Lass ihn ruhig näher kommen. Ein bisschen. Ich sehe ihn immer noch nicht. Ich sehe nur den sein Ärmchen. Ja. Der hat mich jetzt gleich. Ja, ich muss gehen. Ich muss hier weg. So. Da war ich. Oh. Du hast ihm sein Herzchen erwischt. Ja, jetzt kommt er zu mir, jetzt musst du ihn aufhalten. Weil ich muss jetzt. Egal, wie ich das anstelle. Aber du kannst doch schon rennen. Der Stein ist schon drüben. Ja, aber ich muss mich ja festhalten, leider. Weil die Brücke hier, die bricht zusammen und da muss ich hier meschen, um mich runterzufallen. Und ich glaube, da kann mich abschießen dann. Und da bin ich tot. Okay. Was? Warte. Überlebe, ich bin auf dem Weg. Und ich bring Kraut mit. Ich hab auch Kraut. Ich komme.
komme, ich bin da. Oh, warte mal, ich heile uns mal. Ich habe kaum Munition, ich habe nämlich keine Gewehrmunition mehr. Kontrollpunkt! Chris! Ja, das bin ich. Was geht ab, Wesker? Oh Mann, warum ist Wesker so cool? Ja, ich weiß es nicht. Kann man den von hinten angreifen? Oh Gott, warum gehst du nur auf mich? Nee, hinten hat da auch nichts. Wenn ich wüsste, wo sein Schwachpunkt ist, dann würde ich da immer drauf schießen. Ja, hinten ist was. Oh, ich dachte. Wie er am Schreien ist, ne? Da! Sein Herzchen ist erschienen! Okay. Geht langsam die Muni aus. Ja, mir auch. Oh oh. Oh nein. Na, warte jetzt. Macht er wieder auf, ne? Glaube ich. Jetzt muss er gleich sein Herzchen zeigen. Oh Gott. Oh. Ja. Ja. I got your back, man. Wie lange sind die Muni aus, ey? Oh. Oh, oh. Hilfe. Macht schon. Ich mach schon. Oh Gott. Ich sehe seinen Rücken nicht. Ich habe seinen Rücken gesehen. Ich habe vielleicht keine Pistole. Muss ich... Oh mein Gott, nein! Oh. Irgendwie wurde ich auch voll getroffen. Ich habe kaum noch Munition. Und ich auch nicht. Ja, das kann doch jetzt nicht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, man kann den noch irgendwie im Nahkampf irgendwas machen. Aber ich kann nichts machen. Zeig dich von vorne! Zeig dich von deiner Schokoladenseite! Oh. Er hat immer noch nicht genug! Ich habe eine Idee. Was denn? Nächstes Mal, wenn denen sein Ding offen ist. Aua. Nächstes Mal, wenn denen sein Ding offen ist, gehen wir auf den zu. Mhm. Oh Gott. Dann, wenn sein Ding vorne offen ist, meine ich. Oh, thanks.
Oh. Ja. Oh Gott. Hold on. Hätte ich auch beinahe getroffen. Nein, Mann. Wow, das hätte mich fast getroffen. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann mal eben nichts machen im Nahkampf. Musst du mal versuchen gleich. Du hast doch Munition, ich habe nämlich gar nichts mehr. Von vorne kann ich leider nicht mitmachen, ey. In seinem Rücken ist der Schwachpunkt. Ja. Lenk immer auf dich, bitte. Oh Gott. So, jetzt steh dich mal in die Brust. Und dann guck mal, ob du was machen kannst. Wenn ich ihn getroffen habe oder so. Da. Fast. Nichts, okay. Nix. Nein, ich wurde auch getroffen. Nein. Oh, wir waren so gut. Okay. Machen wir so. Ich habe noch eine andere Schrotflinte. Und ich werde etwas verbessern. Und zwar die Kapazität von meiner Sniper. Ich nehme noch mit. Ich nehme jetzt alle Waffen mit, die ich habe. Ja. Oh, was? 900? Boom. So. Ich baller auch einfach mal alles hoch. Oh nein, mir geht zum ersten Mal Geld aus. Oh no. Nein, ich habe kein Geld mehr. Geld, Geld, no. Geld. So, ich glaube, die kohlensichere Weste werde ich nicht mehr brauchen. Ja. Und ich nehme mal den Elektroschocker weg. Ich muss irgendwas verkaufen. Damit ich irgendwie 6000 kriege. Ich habe aber nichts mehr zum Verkaufen. Warte, ich verlasse denn. Ich habe nur 1000, das wird niemals reichen. Okay. Jetzt hätte ich dir ein paar Sachen gegeben, aber so viel habe ich nicht mehr. Ich habe nur Granaten, 2, 3. Und ich hatte dadurch noch Geld kriegst. Dass die Waffen zu verkaufen, das macht auch nicht wirklich Sinn. Cool, sichere Weste ist auch nur 1000. Schutzweste ist auch nur ein Tausender. Das ist super. Schade. Na. Na gut. Okay. Gehen wir den ganzen Arsenal auf ihn los. Ja. Wird das schon klappen. Ja. Ha! Chris! Oh, wir sind direkt hier schon. Ja. Gott, ich bin schon direkt mit dem angefahren. Schieß auf seinen Rücken. Ah, da, da, da. Ja. Come on. Come on. Come on, step it up. Step right of it.
Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, auf den seinen Kopf zu schießen. Nee. Ich habe auch nur zwei Schuss für meine Magnum. Da schießt es mit dem Granatwerfer da drauf. Ja, mach das. Ich würde lachen, wenn er jetzt in eine Minute weg ist. Ja. Ich glaube aber nicht, dass es der Fall sein wird. Ich meine, es ist immer noch Wesker. Hier auf seinen Rücken. Oh Gott. F und V. Ich kann nie F und V rechtzeitig erreichen. Ich schieße es mit meinen zwei Schüssen aus der Magnum drauf. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. So, mehr habe ich nicht. Ja. Oh, er sagt schon den Spruch. Oh! Ist doch gar nicht so schwer. Einfach nur Rücken, vorne. Wenn der Rücken mal offen wäre. Ja. Was er leider nicht ist. Oh, ich würde da weggehen. Ja. Ich würde da weggehen. Ich wollte meinen Elektroschocker einsetzen. Oh, ich stehe voll blöd. Okay. Ich wollte eigentlich gerade auf Ausweichen klicken, weil es war Bebe gewesen. Ich bin übergezogen damit. Aber auch. Ja. Ich hab mich ganz übel verschluckt. Muss gleich anfangen mit der Sniper zu schießen. Ja. Glückstar. Ja. Warum? Ja. Oh, sehr gut. Ich habe ihn. Wuhu. Und da ist er drin. Josh und Jill. Das ist auch so eine coole Szene. Muss das ja wieder knapp machen, ne? Ja. Hey, hallo, wir sind beim Kampf gegen Wesker zweimal gestorben? Ja. Glaube ich. Aber wir haben es jetzt endlich geschafft.
diese Szene ist nicht so cool. One-Shot Weapons. Yeah! Ja. Pew! Handy Fraser. Es sah jetzt gerade so aus, als ob sie beide daneben gingen. Ja. Ganz ehrlich, ich wollte erst nicht drücken. Das ist nicht dein Ernst, oder? Weil ich meine, wir hatten gerade einen Kontrollpunkt, nachdem wir ihn erledigt hatten. Ich war mir nicht sicher. Ich hatte keinen Bock auf den Kampf. Den Kampf nochmal zu machen. Ja. Yay! Die Superbrüder waren wieder mal erfolgreich. Ja. Sie haben wieder einmal die Welt gerettet. Unser Ausflug in Afrika ist zu Ende. Jetzt sind wir hier im Ending vom Jurassic Park. Mit dem Flugzeug wegfliegen. Ich frage mich immer, ob das alles wert war. Für eine Zukunft ohne Angst. Das ist es wert. Gut gesagt, Chris. Gut gesagt. Er ist ein einfacher Mann. Ja. Yay, ja. Wir fliegen in den Sonnenuntergang oder in den Sonnenaufgang. Keine Ahnung. Ja, Svenja. Svenja. Oh, sie pennen ja. Dann haben wir sie doch mal. Und das war's. Yay, we did it. Also komplett war es das ja eigentlich noch nicht. Wir werden auch noch das DLC in Albträumen verloren spielen. Ja. Beide DLCs. Ne? Ja. Aber ich glaube, wir müssen erst in Albträumen verloren geschafft haben, damit wir dann andere freischalten können. Weiß ich nicht. Sind nicht schon beide? Weiß auch nicht. Also ich habe in Albträumen verloren, habe ich schon. Also ein anderer DLC, das spielt, glaube ich, so nach dem ersten Kampf gegen Wesker. Also wird er wahrscheinlich danach freigeschaltet, ne? Denke ich mal. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber lustig, ne? Ja. Wir haben wieder einmal die Welt gerettet. Ja. Also den Evil macht immer Bock. Ja. Ich habe den schon so oft mit so vielen Leuten gespielt, aber ich konnte dann immer wieder spielen. Damit habe ich wieder ein Resident Evil Teil von meiner Liste abgehakt. Jetzt habe ich schon Resident Evil 1, 2 das Remake, 3 das Remake, 4 und 5 abgeschlossen. Ja. Jetzt habe ich noch drei Resident Evil Spiele, die ich noch durchspielen muss. Ja, aber die letzten, die sind ganz schön Horror. Nee, warte, ich habe noch 4 Spiele, die ich noch offen habe. 6 kommt ja auch noch. Ja. Ja, 6, 7 und 8. 7 und 8 zähle ich nicht dazu. Ich mag 7 und 8 nicht. Wieso nicht? Ist doch Resident Evil. Es fühlt sich nicht an wie Resident Evil und ich habe meine Kritikpunkte dazu schon gesagt. Ist halt Horror, ne? So gruselig. Nein, ich mag einfach die Charaktere. Alles darum mag ich einfach nicht. Und ich möchte darüber nicht reden. Ich okay. Weiß, ich werde mir Feinde machen. Ich mache mir sowieso Feinde, weil ich sag irgendwie, der 5. und der 6. Teil machen mir Bock. Ich habe die anderen nie gespielt. Aber ich habe ja schon gehört, der Niro wird ja vielleicht ein Let's Play zum 4. Teil machen. Ja, irgendwann mal. Vielleicht. Mal schauen. Ich will's hoffen. Ich habe den Teil. Ich habe den auf Steam, aber... Ich habe ihn ja auch auf Steam und zwar zu 100%. Ja. Ich habe ja erst vor einiger Zeit den Profi-Modus abgeschlossen und meine... Mein Gott, das war eine Qual gewesen. Bist du da auch mit einem Schlag weg? Nicht direkt mit einem Schlag, aber mit ein paar. Ich glaube, in dem Spiel hier, wenn du auf Profi spielst, dann bist du mit ein oder zwei Schlägen weg. Ja, ist auch so im 4. Teil. Ich meine, im 4. Teil kann man halt seine Energie noch mit gelben Kräutern erweitern. Ah, okay. Maximal Energie. Ja.
Okay. Und aus dem Resident Evil 4 spielt er halt mit dem besten Resident Evil Charakter aller Zeiten. Leon. Leon Scotty Kennedy. Genau. Aber hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Spiel? Go! Hier die... ah. Go! 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 Oh, du setzt mich damit unter Druck! Ja. Aber hey, wir haben Wesker endgültig erledigt. Ja, ich will die Credits hier noch durchlaufen lassen, ich weiß. Ist jetzt nicht so interessant, aber. Ja, komm, die lassen wir jetzt einfach noch durchlaufen. Ja, das mache ich bei jedem Spiel. So, das ist so meine Art, die Macher des Spiels zu ehren oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. Und jetzt fliege ich aus der Sitzung. Das hat nicht gezählt. Ich hoffe es nicht. Genau wie Broforce. Erinnerst du dich daran noch? Ich will nicht darüber reden. Ich rede nicht mehr über Broforce. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist, ehrlich gesagt. Bei mir hat das damals ohne Probleme geklappt. Ich habe mir den Rest davon angesehen. Ja, ich habe das auch. Und ich muss sagen, das, was am Ende passiert ist, das hat mich schockiert. Es war lustig, aber es hat mich trotzdem schockiert. Es gibt nur noch eine Sache, die noch übrig bleibt. High Five, yeah. Bro. Dann gibt man den High Five, Bro. Präsidenten High Five. Ja. Und dann tötet man den Präsidenten. Hm. Ja, du bist als Held wiedergekommen und dann landest du im Knast. Ja, ich verstehe nicht genau. Da ist übrigens ein DLC irgendwie so rausgekommen irgendwann, ne? Oder kommt echt? Eins. Ja, irgendwie eine Erweiterung oder irgendwie sowas. Das hätte ich hätte das echt nicht erwartet. Irgendwann dieses Jahr kommt die, glaube ich, raus. Aber wir haben ja noch so viele Spiele, die wir zusammen spielen müssen. Ja. Wir können ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, was noch kommen wird. Ja. Möchtest du es sagen? Sag du ruhig, weil ich nicht genau weiß, auf welches du dich beziehst jetzt gerade. Ich beziehe mich erstmal auf Portal 2. Okay. Das wird noch kommen. Wir werden auch noch Cuphead. Wenn ihr daran dachtet, Cuphead wäre schon vorbei, nein, das wird natürlich auch noch weitergehen. Anscheinend kann man halt online zusammenspielen. Ja. Was ich jetzt nicht wusste. Ja, wir werden auf jeden Fall halt noch The Delicious Last Course werden wir auch noch machen. Was auch noch kommen wird, ist Raft. Ja. Und noch so ein kleines Geheimprojekt, wovon wir beide nichts wissen, aber das werden wir noch nicht verraten. Selbst ich weiß noch nicht davon. Oh. Doch, wir beide haben das Spiel, ja. Ah. Ja, aber wir werden es den Leuten nicht sagen. Die sollen sich ja noch ein bisschen überrascht werden. Ja. Nur damit ihr schon mal hier einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt, was vor den Superbrüdern noch laufen wird. Ich merke gerade, der Part ist 1 Stunde 30 Minuten. Also werde ich wahrscheinlich hier in 2 Parts schneiden. Das wäre vielleicht echt nicht schlecht. Wie heißt der? Jason Chris LP? Ne, Chris Lip. Okay. Und jetzt machen meinen Nachnamen zu klauen. Ich glaube, wir haben das Ende der Credits erreicht. Ja. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie was kommt oder so. Ich glaube nicht. Capcom. Capcom. Komm, die Macher von Resident Evil. Coole Leute. Din, din. Drei Achievements freigeschaltet. Yay. Yay. Und noch eine. Gestorben 10-mal. Oh, Sie können die Akte Albert Wesker im Archiv einsehen. Sie können jetzt den Modus die Söldner spielen. Sie können jetzt Sheva in der Kapitelauswahl und bei Neuspiel Plus anwählen. Sie können jetzt den Modus Profi spielen. Sie können jetzt eine verzweifelte Flucht spielen. Ja. Sie können jetzt das Söldnertreffen spielen. Sie können sich hier jetzt 6 Figuren unter dem Mittelpunkt explosieren, bla bla bla. Yay! Ganz schön viel Zeug habe ich bekommen. Ich habe nichts bekommen. Tja. Oh. Das ist schade. Yay, aber wir haben es geschafft. Yay. Na gut, dann verabschieden wir uns hier, ne? Ja. Und dann sehen wir uns bei was auch immer, ne? Genau. Tschüssikowski.
Tschüss.